Ein Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ja, im letzten Part haben wir so einiges erlebt. Wer das nicht gesehen hat, der sollte das unbedingt machen. Wir sind nämlich einem geheimnisvollen Mönch begegnet und haben nun einen schicken Bart. Naja, wie gesagt, wer es nicht gesehen hat, macht's doch einfach. Wir sind jetzt aber in Sequenz 13 angekommen. Es ist bereits 1497, Ezio ist 38 Jahre alt, nun verfolgt er sein Ziel schon seit 22 Jahren. Nun ja, aber ich würde sagen, wir machen jetzt die nächste Mission. Machiavelli im Bezirk Oltrarno von Florenz treffen. Das ist nämlich das Gebiet, das meinte ich nämlich, jetzt gehen wir ins Gebiet, wo wir nämlich auch hin, Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. So, wir gehen jetzt erstmal unter die Mönche hier. Die haben ja auch alle schwarze Kutten. Wir auch. Sind auch hier andere, ganz andere Wachen. Nämlich der Mönch, den wir im letzten Part gesehen haben, der hat hier die Macht übernommen. Und wir gehen jetzt auch in den Stadtbezirk, den wir beim letzten Mal nicht erkunden konnten. Also ganz am Anfang des Let's Plays hatte ich das ja schon erwähnt. Und da gehen wir jetzt nach langer Zeit endlich hin. Und nun ja, in Florenz, wie man sieht, hat sich einiges verändert. Es wirkt irgendwie alles grauer. Vielleicht ist es auch absichtlich so gemacht. Und ja, Messergürtelerweiterungen und allgemein jegliche Erweiterung haben wir gekauft. Das Einzige, was wir uns noch holen könnten, sind Gemälde und noch eine andere Rüstungen. Hier entbrennen Kämpfe zwischen den Medici und den neuen Leuten. Die interessieren mich jetzt aber herzlich wenig. Wir hätten diesen verrückten Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Schaut euch nur den Ärger an. Jo, die reden ja auch alle darüber. Die Gegner ignoriere ich jetzt auch mal. Es sei denn, die sind natürlich mal wieder schneller als ich, aber da scheint keine Wache dabei zu sein. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, jetzt die ganze Zeit zu kämpfen. Deswegen gehe ich auch mal auf die Dächer. Da habe ich wenigstens meine Ruhe. Beziehungsweise da verfolgt mich, wenn schon nur eine Wache. Nein. Ach, verdammt. Schade, schade. So, das heißt, es gibt auch für mich wieder ein klein wenig Aussichtspunkte zu erklimmen im nächsten Part. So, und dann sind wir jetzt hier auch direkt schon an der Brücke. Ich könnte Hilfe gebrauchen, denn ich bin nämlich ziemlich stark angeschlagen. Oh, lol. Tö, check ich doch mal nicht, ich stand doch gerade vor denen, wieso haben die mich nicht mehr entdeckt? Krass. Na super, das hat... Ach, wisst ihr, wart, kommt, ihr seid alles nur so Lappen. Ich kämpfe einfach gegen euch. Ach, die anderen helfen mir. Das sind ja zum Glück nur so lappenhafte Wachen. Aber die Wachen kämpfen komischerweise auch gegen mich. Aber von mir aus, das soll mir egal sein. Oh Mann, was für ein Gemetzel immer. So. Darf ich jetzt was bei dir kaufen, Arzt? Ich brauche nämlich Tränke mal wieder. So oft, wie ich mich immer heile. So, Schatzkarte erhalten. Der Wahnsinn, die wollte ich auch unbedingt haben. So. Dann gehen wir jetzt mal hier außen rum. Aus dem Weg da. Die kämpfen da auch wieder. Und dann ist ein schönes Feuer. Manchmal wünschte ich, der Assassine käme wieder nach Florenz, um uns von der Tyrannei zu befreien. Ich bin doch da. Das ist nur ein Mythos. Eine gute Nachtgeschichte für Kinder. Toll. Salve, Ezio. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Okay, werde ich machen. Vor ein paar Wochen. Stadtteil Oltrarno, das ist das nämlich jetzt hier. Den Stadtteil konnten wir immer erkunden, den noch nicht. Und den gibt es nur der natürlich Mann, jetzt. Der einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Ah, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu sagen. Salut, ihr Voi.
schöne Leichen. Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja, der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Mir nach. Okay, jetzt darf ich die also führen. Das finde ich toll. So, und wie man sieht, ich habe ja noch keine Aussichtspunkte erklommen. Ja, wie denn auch. Ich habe direkt die Mission angenommen. Das werde ich dann im, bevor ich den nächsten Part mache, werde ich das wieder machen. So. Der ist auch weg. Und badabam. Na super, jetzt kämpfen die also auch noch gegen uns. Der Wahnsinn. So, das war's mit dir. Und mit dem auch. Und jetzt noch der da hinten. So, das war's. Dann folgt mir mal bitte. Ach, warum bleiben die denn wie angewurzelt stehen? Gut, hier lang. Ach so, oben steht aus Versehen auf Wachten geschickt. Gut, Sieht aber nicht so aus. So, ich warte einfach, bis sie bei mir sind. So, tada. Ich will einfach jetzt nur zur Mission, ohne zu kämpfen. So, oh, perfekt. Ein direkter Angriff wäre gefährlich. Wahr. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffiniert. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Okay, gut. Alle Leutnants von Savonarola töten. Yo, ich hasse es. Es gibt nämlich eine Mission. Da werde ich, denke ich mal, in Zeros Let's Play nochmal reinschauen. Was er denn da gemacht hat. Weil, nämlich, es gibt einen, den, oder ich werde ihn jetzt schon direkt versuchen zu machen. Der ist scheiße schwer. Der ist auf einem Boot und ihr wisst nicht... Ja, die Truhe ist voll cool. Kein weiteres Einkommen, ist mir egal. Es gibt nämlich eine Herausforderung, die ist so scheiße schwer. Da ist man nämlich an einem Schiff. Also der Typ ist auf dem Schiff und man muss da unentdeckt draufkommen. Aber der steht jetzt nicht irgendwie an der Kante oder läuft da rum, wo man den einfach mal rausfischen kann, sondern der steht auf dem Schiff drauf. Und das ist so behindert. Also ich fand es persönlich richtig schwer und ich bin damals so ausgetickt, weil ich das nicht geschafft habe. Und persönlich versuche ich das dann einfach nochmal. Wir werden auf jeden Fall aber jetzt erstmal ein paar Sachen machen schon, so zwei Leute. Volk von Florenz, kommt, sammelt euch, hört meinen Worten gut zu. Das Ende naht. Jetzt ist der Moment zur Reue. Fleht um die Gnade Gottes. Schön, der jüngste Tag, die korrupten Predigt des Priesters stoppen. Jo, einer der einfachen Aufgaben noch. Also, persönlich ist das ja nicht so schwer. Aufstand, Hunger, Krankheit, Korruption. So, erstmal die Bogenschützen ausschalten. Wir müssen stark bleiben in unserem Glauben. Sonst wird es uns bald schon verschlingen. Ich sehe euren Zweifel. So, den haben wir auch. Dann komm du mal her. Oh, das Ziel flieht. Ja, wie hat er mich denn jetzt entdeckt? Bitteschön. Naja, was soll's. Oh nein, das ist wieder so ein schneller Fuzzi. Gut, wie mache ich das denn jetzt? Am besten. Der flieht also. Nee, wie? Doch, der flieht. Ich dachte gerade schon. Ich dachte schon, er will mitkämpfen. Aber ich versuche es einfach, ihn zu erwischen. Auf dem Dach ist es auf jeden Fall einfacher, ihn zu erwischen. Und vielleicht kann ich ja jetzt schon Luftattentat auf ihn machen. Hui! Und badabam, da habe ich ihn. Ja, unglaublich, wie weit er zu doch springen kann. Euer Verstand. Ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Entschuldigung, ich musste gerade kurz mein Headset mal richten.
Alles, was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in pace. Jut, jut. Requiescat in pace. Perfekt. So. Den haben wir anonym werden, also. Okay, gut. Das sollten wir doch irgendwie hinbekommen. Ich habe nämlich keine Lust zu kämpfen. Einen Typen erledigen wir noch, dann beende ich hier den Part. Insgesamt müssen es, glaube ich, 9 Leute sein, die wir töten müssen. Das wird uns aber gleich auch noch gesagt. Ich glaube, dann steht da irgendwie noch 8 verbleibende Leute oder so. Also, wenn mich nicht alles täuscht. Kann jetzt nicht mal... Ja, genau. Super. Jetzt kommt eh nochmal so eine Videosequenz nach jedem Typen. Genau. Paola ist da mit ihrem Aufstand. Und La Volpa auch. Das wird jetzt immer kommen, wenn wir einen erledigt haben. Bis wir halt dann alle neuen Leute erledigt haben. So. Der jüngste Tag. Perfekt. Hier ist jetzt auch ein Aussichtspunkt. Den mache ich nicht. Aber hier ist direkt so ein nächster, den wir machen können. Alle Leutnants. Ein von 9 Leutnants getötet. Genau, da ist es doch. Dann machen wir hier den nächsten. Non si passa. Ah ja, das ist schwer. Hört ihr mich? Bis ihr euch nicht alle unterwerft und euch dem Propheten Savonarola anschließt, wird diese Brücke verschlossen bleiben. Das ist die Brücke, wo wir ganz im ersten oder zweiten Part gekämpft haben. Und den müssen wir jetzt leider... Die Wachen sind... Oh, nee. Genau, ich wollte den, glaube ich, einfach nur Stealth erledigen. Müssen wir das nicht, oder? Genau, ja, ja. Ich wollte ihn damals einfach nur Stealth erledigen, weil ich es irgendwie cooler gefunden hätte. Warum kämpfen? Die Stadt ist unser. Eure geliebten Medici haben... So, ich gehe jetzt einfach mal hier rum und zerr den da runter. So. Ich wette, der Typ will wieder fliehen. Aber das lasse ich nicht zu. Lol, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah, okay, du schnappst dir eine Waffe, umso besser. Dann flüchtest du schon mal nicht. So, und du bist auch tot. Okay, war doch nicht schwer. Ich dachte, man müsste hier stealth vorgehen. Und Ezio wird beim Pfeil getroffen. Wie konnte Savonarola euch blenden? Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch mehr. Und jetzt habt ihr stattdessen nichts. Das hier musste einfach getan werden. Requiescat in pace. Genau, Requiescat in pace. So, perfekt. Auch den Lappen haben wir doch erledigt. Oh, ich werde entkommen, glaub mir. Hui. Und da bin ich auch schon weg. Ich tauche einfach mal unter und bin irgendwie trotzdem noch entdeckt. Kein Plan, wieso. Ah, jetzt erst. Okay, komisch. So, nehmen wir mal einen Trank. So, da hinten könnten wir auch hoch. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Ich denke mal, wir sind dann gleich auch inkognito. So, perfekt. Klasse, und damit haben wir auch das zweite geschafft. So, super. Gut, und dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier den Part. Ich erkunde noch offscreen alle Aussichtspunkte. Und dann sehen wir uns zum nächsten wieder und erledigen wir die restlichen 7 Leute. Bis dahin, ciao, Leute.